Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon. Wir befinden uns hier wieder zur Zeit in der letzten Folge, die... Hä? Was will denn jetzt schon wieder? Ich bin hier gerade in einem Kampf. Ich habe eigentlich vor, eine Pokémon zu leveln. Na gut, ne? Na gut, Flucht. Ja. Na gut, dann TP ich mich ganz kurz zu denen. Mal Game Mode 1. Mann, was soll denn das? Hier ist er. Hi. So. Jetzt gebe ich den 20 Steak oder so. Nee, warte mal. So. 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 So, warte. Habe ich die nicht gedroppt? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Dann nehme ich was von meinen 18 Steak jetzt. Nehme meine 18 Steak jetzt, packe da zwei drauf. Moment, packe mir hier wieder 18 rein. Genau, perfekt. So, hier hast du deine 20 Steak, meine Güte. Und jetzt lass mich in Ruhe. Gott, ich darf sowas eigentlich gar nicht. Ey, wie soll ich jetzt zurückkommen? Der ist hier irgendwo am Popo der Welt. So, ich TP. Nochmal zu Sigonias. Der ist vielleicht ein bisschen näher. Sigonias ist gerade ein bisschen näher, genau, gut. Nee, falsch. Falsche Richtung, Leute. Ach komm schon. Na gut, wir bekämpfen gleich erstmal ein paar Pokémon. So, Leute, ich bin jetzt hier wieder am Berg angekommen. Gott. Dum, 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 dum. Meine Güte, was wollen die denn eigentlich immer alle von mir? Das verstehe ich nur nicht. Die kommen immer zu mir und sagen so, ey, ja, gib uns ein bisschen was, Essen, hier, hier, Hände. Und dann gibt man denen was und dann so, jo, jetzt bist du am Arsch der Welt und kommst nicht mehr weiter. Ja. Genau. Der alte Opa da, oh nein, aua. Das hat weh getan. Attackenhelfer. Warte mal. Also nee, das kann ich gar nicht. So, fürs Froxy. Kosten abbrechen, okay. Der hat keine Attacken fürs Froxy, vielleicht dafür. Wähle eine Attacke. Da gibt es keine Attacke. Ist es irgendwie ein dementer alter Mann, der einfach nicht versteht, dass er keine Attacken hat? Jo, mein Junge, hier hast du ein bisschen was. Das ist nix. Jo, aber bitte nicht auf einmal ausgeben. Hä? Sie haben mir hier gar nichts gegeben. Was soll der Scheiß? Ja, so ungefähr ist das bestimmt. Ich glaube, ich gehe jetzt einmal mal hier so ein bisschen entlang und suche nach Pokémon, die man verkloppen kann, wie zum Beispiel das hier. Ja, Kampf und Blubber. Boom. Getötet. Und es hat ein Leder gedroppt. Solche Gegner suche ich. Nee, ist mir jetzt zu hoch. Ah, Level 5er. Ich habe Ruxuki gelernt. Okay, das heißt Spunky oder so. Ruxuki nochmal. Und dann sollte es sollte jetzt eigentlich tot sein. Blubber. Ja, jetzt ist es halt tot. Nice. Foxy ist jetzt, glaube ich, schon auf Level 9, das ist schon mal cool. Level 9 ist cool, Leute. Falls ihr auch cool sein wollt, dann schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr auch cool sein wollt, weil coole Leute gucken meine Videos. Das ist ganz klar. Ja. Ich habe gerade ein paar Screenshots versehentlich gemacht. Hallo? Komisches Pokémon, dessen Namen ich nicht kenne. Oh, perfekt getroffen. Und jetzt Ruxuki. Oh, aber das hat mir auch ein bisschen Schaden gemacht. Egal.
Blubber. So. Nice. Gut, Leute. Ich suche noch mal ein paar mehr Pokémon. Bleib stehen, Taubsi. Du hast keine Chance gegen mich. Das fliegt doch jetzt nicht ernsthaft weg. Oder? Haha, ich hab dich getroffen. So. Und jetzt mache ich auf einen Ruxuki gefasst. So. Oh, es hat mir aber auch zwei Damage zwei Herzen abgezogen. So. Okay, und das Taubsi ist tot. Nice. Rohes Hühnchen. Und Federn. Nice, nice. Was ist das da? Das ist auch irgend so ein Vogelding. Ich kenne mich damit halt kaum aus. Fox! Kannst du mal aufhören, mein Pokémon umbringen zu wollen? Bleib mal stehen! Oh nein, Froxy ist fast tot. Warum wohl? Das regt mich so hart auf. Es hat eine. Ist es eine Karotte, Leute? Kann ich das essen? Das ist eine Taugabeere. Das sieht aus wie eine Karotte. Karotten sind gut. Aber Taugabeeren sind jetzt mit den Karotten verwandt, Leute. Ich weiß nicht mal, ob die wirklich mit Karotten verwandt sind oder ob es Taugabeeren überhaupt gibt, aber na gut. Ja. Genau. Dann würde ich mal sagen, geht es jetzt weiter. Ein weiteres Pokémon. Nice. Wir müssen es töten. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir es sollten. Gut. Oh, ein Level 15er Pokémon. Okay. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht haben. Wo ist denn dieses andere Pokémon hin? Naja, egal, Leute. Ich farm hier, ich farm. Ich, suche hier gerade die ganze Zeit eben halt noch weiteren Pokémon, mit denen wir halt kämpfen können, um zu beweisen, wie stark wir sind. Zum Beispiel, was ist das da für ein Pokémon? Egal, mir ist es egal. Kämpfen. So. Ruxukrieg. Boom. Wow, kein Schaden. Okay. Blubber. Nice. Und ein rohes Beef bekommen. Nice, nice, würde ich schon mal sagen. Ja. Genau. Hier gibt es dann nochmal irgendwas, so ein bisschen, ne? Achso, ich nehme auf. Achso. Okay. Oh, hier, guck mal, dieses Pokémon. Warte mal, auf welchem Level ist unser. Unser Froxy ist erst auf. Warte mal. Ich habe eine Idee, wir opfern einfach unser anderes Pokémon dafür, um denen schon mal ein bisschen Schaden zuzufügen. Das war jetzt nicht so gut, Feinattacke. Aha! Feindattacke. Jetzt nochmal Feindattacke. Oh ja, das ist sehr effektiv. Feindattacke. Oh ja. Und jetzt wechseln wir das Pokémon und. Na, ich weiß nicht. Wir wechseln zu Froxy. Oh, Froxy ist tot. Wow. Okay, dann wechseln wir hier wieder dazu. Kampf, Feindattacke. Okay, wir haben es zumindest getötet. Jo. Und einen rohen Fisch hat es mir gegeben. Jetzt hat unser. Ah, das ist schon Level 11, unser Pandier. Ja, ich würde einfach auch mal sagen, das war jetzt hier zwar eher so eine kleinere Folge, aber. Ja, ja, ich hab ja sowieso nichts mehr, mit dem ich trainieren kann. Oder, Leute, ich mache mir jetzt nochmal die Mühe, lauf zurück. Und es geht gleich einfach mit der Folge weiter. Und das machen wir jetzt auch. Und ciao. Ja, also nicht ciao, sondern bis gleich, Leute. Hey, Leute. Und ja, das war's dann. Also, das wär's dann jetzt ja auch. Hier ist noch ein Machello. Wir trainieren jetzt hier mal so ein bisschen weiter. Und ja, gut. Los. Das ist das falsche Pokémon. Flucht. Okay, warte mal. So. Und dann jetzt los. Froxy, Ruxuki. Boom. Da haben wir es ihm schon mal gegeben. Und dann nochmal Blubber. Haha. Und er hat mir einen Stein und einen Stock gedroppt. Das hat sich voll gelohnt, den zu bekämpfen. Ja. Die droppen ja unterschiedliche Ressourcen und so. Und der hat. Boah, ein Kleinstein. Machen wir den mal fertig. Okay, Froxy, Ruxukip. Das wird ein harter Kampf. Ruxukip.
Wenn du den tötest, dann nochmal Ruxukib natürlich. Ja, dann gewinnst du das gesamte Spiel, Froxy. Ich möchte ihn halt auf Level 16 bringen, weil hier Dings, wie hieß er nochmal? Hier Dings hier, ne? Oh, er hat einen Schlecker. Nein, durch Heuler ersetzen. So, und einen Feuerstein bekommen. Heuler brauche ich halt nicht. Und jetzt ist Froxy Level, ich kann das nicht erkennen, 10. Schön. Ein Kleinstein Level 7, damit legen wir uns mal nicht an. Oh, brr, Kleinstein Level 11, auf gar keinen Fall. Und hier so ein, oh, ein kleines, keine Ahnung, wie es heißt. Keine Ahnung, ich kann den Namen nicht aussprechen. Auf Level 3, das machen wir mal fertig. Oh, es macht uns auch ein bisschen Schaden, aber wir machen es einfach mal fertig. So. Nice, ein bisschen Leder. So. Dieses eine Schildkröten-Pokémon, was wir da einmal gefunden haben, das hat uns doch, wie heißt hier, eine Schalker-Shard gedroppt. Mit zwei davon könnten wir uns rein theoretisch eine Schalker-Truhe bauen. Deswegen wollte ich da einfach mal gucken, ob ich da noch so eins finde, was eventuell bekämpfen kann. Nochmal Ruxukib. Nice. Nochmal so ein bisschen Kaninchenfell. So. Ja, ich finde das eigentlich relativ nice. So. Da hinten war aber gerade noch ein Pandir. Also so eins, was wir auch schon haben. Und ja, es ist gerade einfach despawned. Vielleicht war es ja auch unser Pandir, was sich aus einem Pokéball rausgeschlichen hat. Aber unser Pandir war nicht so groß. Genau. Genau. Ich frage mich, ist Pandir eigentlich vollkommen benebelt oder was ist mit dem los? Ich meine, guck mal, der fällt hier gleich um. Also, ja. Pandir ist so ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Der ist so ein bisschen besoffen. Na gut. Und Max hat das Spiel verlassen. Wow. Joint er gleich nochmal oder? Das war gerade eben nämlich auch so. Da. Sonst hat er einfach das Spiel für heute mal verlassen, ne? Nochmal. So, bam. Okay, Ruxukib. Okay. Wir machen das jetzt fertig. Ich will halt das so schnell wie möglich auf Level 16 bringen. Das heißt, nämlich trainieren, trainieren, trainieren. Und dann entwickelt es sich halt. Ja. Und. Oh, jetzt sind wir mit einem eher stärkeren Pokémon im Kampf. Na gut. Oh shit. Fund. Nee, das war keine gute Idee. Blubber, genau, Blubber. Blubber macht dir nämlich Schaden. Als wenn der. Okay, Max hat das Spiel betreten, okay. Als wenn der aber mein Dings getötet hat. Oha. Ich bin offenbar noch nicht so gut, wie ich dachte. Das heißt, wir laufen jetzt mal hier diese komplett neue, also komplett so generierte Struktur hier hoch. Das ist natürlich so generiert worden, Leute. Und ich habe da nichts, also, oder die Spieler hier haben hier nichts dran geändert. Genau. So, mal gucken, ob wir dieses Stalili hier besiegen können. So, Ruxuki. Oh, das war gut. Aber es gibt hier auch schon ein bisschen was. Blubber. Oh, Blubber war gut. Okay, jetzt ist es egal. Jetzt machen wir Ruxukib und dann ist es halt tot, ne? Und ein Level Up für mein kleines, aber feines. Hier, ne? Froxy. Froxy. Für mein kleines, aber feines Froxy. Nicht Froxy, sondern Froxy. Kann man eigentlich Pokémon auch in hier umbenennen? Oh, das ist Level 6, das besiegen wir mal ganz kurz. Froxy, los! Ja, wir töten sinnlos Tiere. Ich fühle mich voll schlecht, deswegen. Na gut. Bam, bam. Und das töten wir jetzt auch nochmal hier. Weil wir haben ja sowieso keine Pokébälle, also. Blubber ist, glaube ich, seine stärkste Attacke. Ich habe die neueste Attacke auch gerade noch gar nicht ausprobiert. Wir sind schon wieder ein Level up. Griffklaue. Ja, Leute.
Ich würde mal sagen, wir leveln in der nächsten Folge weiter. Falls es euch gefallen hat, dann schreibt es mir unten in die Kommentare und ciao, Leute.